Hallihallo, meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde XDivi. Und ihr seht, ich habe ein anderes Outfit an. Alter, ist das warm da draußen. Und ich nehme jetzt hier auf bei gefühlten 85 Grad. Nur für euch. Und wir spielen eine Runde XDivi. Wir müssen ja die ACR noch ein bisschen. Ich muss mir gewöhnen, dass ich oben die Webcam schaue. Also liebe Grüße, mein Name ist Rob, das ist Absturzzeug Let's Play. Willkommen bei XDivi. Und es ist super. Es ist so unglaublich warm. Ja, ich habe auch Sonnenbrand, also auf den Schultern, und es ist einfach nur. Bäh. Oh, Far Cry 6, kleines Dorf, Besetzung. Da wird auch mal Zeit, dass wir in der Bio-Wiederanlage hier spielen. Ne? Ich muss das ganze Gas entzünden. Und wir spielen mit Echelon im Aufklärungsanzug, natürlich. Wie immer. Und ich spiele zusammen mit Xito, Just Nazer, Ghost Andy, Triple und Oma. Und falls ihr euch wundert, warum ich mein Mikrofon so unter Fresse habe hier, wegen Popschutz. Und falls ihr denkt, ihr kriegt jetzt richtig geiles Gameplay zu sehen, muss ich euch enttäuschen. Also, wenn ihr 100 Kills sehen wollt, dann könnt ihr abschalten. Das wird nichts. Besetzung. Markiere das Ziel und sende Koordinaten an dein Offset. Mach mal. Wir spielen Besetzung. Im kleinen Dorf. 3, 2, 1. Nimm die Eroberungszone ein. Folge ihr, wenn sich ihre Position ändert. Machen wir. Wir haben den Einstieg verpasst. Sichere die Eroberungszone. Wir sind in der Zone. Gegner im Visier. Jetzt kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Och Mann. Ja, sehr schön. Haben wir uns den noch geholt hier? Aber der Eroberungszone ist umkämpft. Da muss ich gleich mal eine neue Annäherungsmine legen hier. Boah, hier hockt einer. Bam! Zone gefährdet. Hat's aber geraucht. Wir sind in der Zone. Wechsel Magazin. Hi, Freunde. Oh, hi. Aktiviere Annäherungsmine. Oh, wir haben alle Annäherungsminen hier. Kann jemand erste Hilfe leisten? Die Eroberungszone ändert die Position. Da hinten ist einer rumgerannt. Du hast zwar ein Ziel. Verdammt. Aber das ist nicht das Ende, Agent. Verdammt, die habe ich zu spät gesehen. Warum habe ich nicht so spät gesehen? Oh nein, von der Seite. Hoffentlich haben die anderen das gesehen, dass ich hier von der Seite weggeschossen wurde. Eroberungszone umkämpft. So, ich leg da mal was hin. Oh. Mist. Da hat er mich gesehen. Aber immerhin mal zwei weggeholt. Also ich habe tatsächlich mal einen Kill geholt hier. So. Sammle Infos. So. Wir sind in der Verlagerung der Eroberungszone. Sende neue Position umgehend an dein Offset. Zone wird angegriffen. So. Schauen wir mal, ob es da hinten raucht. Jetzt gehen wir hier rein. Von der Seite hier. Schön vorsichtig, hier ist dangerous. Eroberungszone umkämpft. Oh. Hä? Kannst du mir nicht erzählen. Wir sind in der Zone. So. Feinde werden aufgespürt. Kurz mal scannen. Lade nach. Die Eroberungszone ändert die Position. Moment. Mist. Ich hab gedacht, ich krieg den, indem ich den Bauch. Die ist da runtergehopst, ne? Oh fuck. Oh fuck, bin ich schlecht. Oh nee. Wir haben den Einstieg verpasst. Sichere die Eroberungszone. Mach ich. Schon wieder von hinten, ey. Mann.
Aber das nervt ja wirklich, das von hinten hier eh. Die Zone ist in Gefahr. Verlagerung der Eroberungszone. Sende neue Position umgehend an dein Offset. So. Von zwei, von drei Seiten, habe ich das richtig gesehen? Von drei Seiten. Ah, da ist einer rumgegeistert hier hinten. Wir nehmen die Zone ein. Eroberungszone umkämpft. Zone gefährdet. Pawlowski. Boah, da kommt noch einer. Oh Mann. Ach, da kam einer von hinten. Mist. Oh nein, ey, da war doch gerade einer neben mir. Verdammt. Wir müssen das Ding erobern. Hör mal die ganze Zeit rum hier. Komm alle rein hier. Mann. Ich dachte, die kriegen das gar nicht mit, aber ich habe noch einen Schadenassist bekommen hier. Verlagerung der Eroberungszone. Sende neue Position umgehend an dein Offset. Ziel eliminiert. Mist. Einen konnten wir uns holen. Den zweiten nicht. Wir sind in der Hi. Zone. Mann, dreh dich doch um und schieß, Junge. Da war noch einer von meinen. Weiß nicht, warum der nicht geschossen hat. Oh, hi. Ein abtrünniger Ackerman-Agent hat die Sonarsicht aktiviert. Verdammte Axt. Pass auf, wenn die ganze Zeit... kurz button. Vielleicht geht meine Mine noch hoch. Mine ging noch hoch. Mist. Die Position. Ich werde steil wieder von hinten abgeschossen. Hä? Was ist denn der für eine Waffe? Okay, kurz warten. Vielleicht geht die Mine hoch. Wir nehmen die Zone ein. Nee. Jetzt ging sie hoch. Oder es war was anderes. Sammle Info. Ich treffe aber heute auch nichts, ne? Ey, cool. Wir haben den Einstieg verpasst. Sichere die Eroberungszone. Die Zone ist in Gefahr. Wir sind in der Zone. Verlagerung der Eroberungszone. Sende neue Position umgehend an dein Offset. Das wird Igel. Kann jemand erste Hilfe leisten? Wir müssen mal zur anderen Zone, Freunde. Eroberungszone umkämpft. Ach, oh nein. Was war denn? Was? Nicht an, an Altersschwäche gestorben oder was? Oh. Wir nehmen die Zone ein. Die Zone ist in Gefahr. Mein Ultra ist doch gar nicht bereit zum Einsatz. Ja!
Ich hab abgelenkt. Ich hab's abgelenkt. Oh nee. Die machen das clever. Ich hab einen Ultra-Bug. Die Eroberungszone ändert die Position. Feind ausgelöscht. Wir sind in Mist. Der Zone. Eroberungszone um. Komm, lauf auf meine Mine. Ja. Denk an die Mission. Begib dich in die Eroberungszone. Ich denk an die Mission. Sammle Info. Die Zone ist in Gefahr. Was? Ich war schon längst um der Wand rum. Ultra bereit zum Einsatz. Ich hab einen Ultra-Bug. Ach so? Kurz schauen. Zone ändert den Standort. Eroberungszone umkämpft. Oh, von hinten. Ich hab's geahnt. Ich hab irgendwo Steps gehört jetzt. Ich hab den Ultra-Bug. Ich hab den Ultra-Bug. Nein, da kommt noch einer. Verbündete sind in der Zone. Ich dachte, die kann mich heilen. Cool! Ultra bereit zum Einsatz. Super! Die Zone ist in Gefahr. Ich hab den Ultra-Bug. Ich hab den Ultra-Bug. Also ich glaube, ich hab den Ultra-Bug. Stirb! Danke! Oh, war das gemein. Mann! Verbündete sind in der Zone. Tötet ihn! Tötet ihn! Die Zone ist in Gefahr! Nein! Dann bin ich alleine? Cool! Verdammt! Das war nicht gerade lehrbuchmäßig, Agent. Nee, das war nichts aus dem Lehrbuch. Hm, haben sie aber clever gemacht, muss ich schon sagen. Haben sie echt clever gemacht. So, schauen wir mal. Längste Lebensdauer, cool. Oh, so wenig Punkte. Schrotblindenkills, 11 Stück, kriegst du von mir ein Like. Der Oma bekommt auch gerutschte Distanz, super. Also für was man hier Lob bekommt, ich hab keine Ahnung. Na gut, okay. Haben wir gut gemacht, Freunde. Ne, wir sind bei knapp 14 Minuten, ich würde sagen. Reicht doch bei der Hitze, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge, also dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Rob. Ciao, macht's gut.